keine erste Chance. Salazar und Schurlinov. Salazar, wen sieht der denn da vorne? Der sieht das Tor, der sieht und macht das Tor. Das ist unfassbar. Was für Geschichten hat diese Saison noch für uns zu bieten. El Genio, das Genie, Rodrigo Salazar mit einer Nummer, die unglaublich ist. Doppelpass mit Schurlinov. Und er bringt den Ball wieder rüber. Schurlinov und sein Versuch. Und der Druck der Klubberer wird immer größer. Die wollten partout nicht einfach hier uns den Sieg schenken. Die wollten den Ausgleich. Dovedan eingewechselt mit diesem Kopfball, den Ralle gerade eben mal noch so rausholt. Der Druck nahm zu. Nächste Chance. Diesmal ist es der Innenverteidiger Hübner. Ball landet bei Schleimer und im Tor. Minute. Bülter auf Idrissi, auf Terodde. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Das musste der Schlusspunkt dieser Saison sein. Diese Geschichte noch oben drauf, dass Simon Terodde doch noch sein 30. macht. Was war heute wieder hier los? Ja, also heute war ein Spiel, wo wir uns 100% vorgenommen haben, Meister zu werden. Und wir haben versucht, wirklich alles auf den Platz zu bringen, was die Jungs wollten. Und sind war nicht so richtig im Spiel, war ein Spiel so ein bisschen ohne Höhepunkte. Und dann haut der Rodri eine Granate raus, wo alle gesagt haben, was macht er denn jetzt? Ne? Und dann trifft er den so unfassbar, ist er Tor des Monats, keine Tor des Jahres, wie auch immer. Und das in so einem ganz, ganz wichtigen Zeitpunkt. Und gehen einzeln in Führung, haben versucht, einfach mit einer kontrollierten Spielweise das Spiel nach Hause zu bringen, mussten zwei, drei Sachen überstehen, kriegen es 1-1 und dann kommen wir zurück in einer unverschämten Effektivität, wo ich sagen muss, Simon Terodde, was bist du für ein geiler Spieler? Mit einer Präzision legt er das Ding da rein, sagt sich, Mr. Männer, 29 Tore ist okay, 30 ist besser. Und die Torschützenkanone kriegt sie mit 30 Toren, rennt in die Kurve, Gänsehaut. Und wir werden, boah, draußen sind die Fans wieder, wir werden heute wieder Gas geben und werden uns morgen mit den Fans einfach belohnen. Ich finde es so, so stark, dass wir diese Saison einfach als Gemeinschaft so gewirkt haben. Wir sind komplett neu zusammengewürfelt gewesen und wir haben einfach so einen Spirit entwickelt. Und wir können uns einfach nur bei den Fans bedanken, was die dieses Jahr uns unterstützt haben, gerockt haben. Tiefpunkte mit uns überstanden haben, uns gepusht haben, ist einfach nur genial. Und wenn ich mir die letzten Spiele anschaue, die letzten 9 und gewinnen 8, wenn einer sagt, was sexy ist, das ist sexy. Und ich finde es einfach nur überragend und ich freue mich und bin auch stolz einfach, dass wir als Schalker die Meister geworden sind und wir haben es so verdient und das genießen wir jetzt.